Hallo, hier ist die Dagmar aus dem F1 in Reutlingen. Ich darf dich ganz herzlich begrüßen zum Yogi Lattes Home Workout heute. Wir starten gleich. Du brauchst nur deine Unterlage und du darfst dich mal hüftbreit auf deiner Matte aufstellen. Du legst deine Hände an deinen Rippenbogen und atmest sehr tief ein in deine Seite. Du atmest aus und dein Rippenbogen schließt sich. Du kommst erstmal an auf deiner Unterlage. Du atmest sehr tief ein in deinen Rippenbogen, atme aus und mit der Ausatmung erzielst du hier deine Spannung, dein Powerhouse. Diese Spannung brauchst du die ganze Stunde über. Dann lässt mal deine Schultern ein wenig kreisen. Atme sehr tief ein. Atme aus. Noch einmal einatmen. Und wieder ausatmen. Die Hände sind hier an den Rippen. Du atmest ein und mit einem Ausatmen schiebst du das rechte Bein zur Seite. Du atmest ein. Die Arme gleiten nach oben. Du atmest aus und schiebst das linke Bein nach diagonal hinten. Die Arme gleiten hoch. Noch einmal schiebst du das rechte Bein mit dem Ausatmen zur Seite. Und einmal mehr das linke Bein. Die Arme gleiten nach oben. Du sinkst tief, schiebst das rechte Bein diagonal zurück. Nun beginnst du zu schwingen. Kommst hoch und schiebst das linke Bein zur Seite. Die Hände wieder an den Rippenbogen nach oben gleiten lassen, schwingen. Hände an die Rippen. Rechtes Bein nach hinten setzen. Hände an die Rippen. Einatmen, schwingen, ausatmen, einatmen, linkes Bein zurück. Super. Gut. Nochmals. Rechtes Bein und das linke Bein. Nun öffnest du die Beine etwas. Du schiebst mal. Mit der linken Hand tief, tippst nun mit links und schiebst die Arme zur Seite und zum Himmel. Wieder weite Beine. Nochmals schieben und absetzen die andere Seite. Absetzen. Du wechselst deine Seite und tippst unten mit dem Fuß. Schiebe tief die Hand in Richtung Knie. Und nochmals. Gleichmäßiger Atem. Lass ihn fließen. Wärme hierbei deine Schultern auf. Deine Hüften. Die Beine. Hüfte öffnet sich dabei ein wenig. Noch einmal mehr. Letztes Mal hier. Und komme wieder hüftbreit an. Lege die Hände an die Rippen. Schieb dein rechtes Bein zurück und atme nochmals ein, schwinge tief. Linkes Bein zurück, sehr tiefer einatmen, schwinge tief. Rechtes Bein nach hinten setzen. Arme gleiten hoch, schwinge tief. Ein letztes Mal mit links. Und komme oben an, kreise deine Schultern,
noch einmal und lasse sie sinken. Du trittst nun an das Ende deiner Unterlage und startest mit dem Sonnengruß. Die Arme gleiten nach oben. Öffne sie ein wenig. Sinke, beuge deine Knie, dein Rücken ist gerade. Tauche nun mal mit geradem Rücken tief in die Vorbeuge. Rolle dich Wirbel für Wirbel auf, zieh den Bauchnabel ein. Die Arme gleiten hoch. Beuge deine Knie, die Schultern weg von den Ohren. Gerader Rücken, Vorbeuge. Rolle dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Und einmal mehr sinkst du tief und bleibst für einen Moment in der Vorbeuge. Die Nase in Richtung Knie. Du kannst deine Beine hier entweder beugen oder strecken. Bringe nun dein rechtes Bein nach hinten in den Lunge. Dein Knie steht über dem Sprunggelenk. Von hier schiebst du dich in den Hund nach unten. Die Sitzknochen richtig hinten hochheben zum Himmel. Schiebe dich vorwärts in dein Brett. Bauchnabel einziehen, Schultern über den Handgelenken. Setz mal deine Knie ab. Langsam beugst du deine Ellbogen zurück, dein Herz sinkt tief. Lege dein Herz zuerst ab, dann dein Becken, den Fußrücken. Drehe die Schulter zurück, komm in die Cobra. Von hier Fußballen aufsetzen, schieb dich zurück in den Hund nach unten. Das rechte Bein nach vorne zwischen deine Hände. Wenn du mit dem Fuß nicht ganz nach vorne kommst, dann greifst du an der Wade nach und setzt dein Bein vorwärts. Linkes Bein vorwärts, große Zehen und Fersen sind geschlossen, Vorbeuge und rolle dich nach oben auf in die Bergpose. Sinke nochmals tief. Tauche in die Vorbeuge mit deinem geraden Rücken, Nase zu den Knien. Linkes Bein nach hinten setzen in den Lunge. Von hier kommst du mit dem Hund nach unten. Die Sitzknochen schön anheben. Fühle den Wadenstretch. Schieb dich vorwärts ins Brett. Schultern über den Handgelenken. Sinke nur den halben Weg. Mit oder ohne Knie. Lege dein Herz ab, dein Becken, den Fußrücken. Dreh die Schulter zurück, die Cobra. Oder der Hund nach oben. Da liegt dann nur noch dein Fußrücken am Boden. Setze den Fußballen auf. Schieb dich zurück in den Hund nach unten. Und bringe dein linkes Bein nach vorne zwischen die Hände, die Hüfte sinkt. Rechtes Bein vorwärts setzen, große Zehen und Fersen beisammen, Nase zu den Knien, rolle dich Wirbel für Wirbel nach oben auf. Und du sinkst nochmals tief mit deinem Steißbein, tauchst vorwärts in die Vorbeuge, rechtes Bein nach hinten, Lunge, einatmen, ausatmen in den Hund nach unten. Sitzknochen heben, einatmen ins Brett. Ausatmen, halber Weg tief, langer Nacken. Leg dich ab. Einatmen, Cobra oder Hund nach oben. Ausatmen in den Hund nach unten. Einatmen, rechtes Bein nach vorne in den Lunge. Ausatmen in die Vorbeuge, Nase zu den Knien. Einatmen, Wirbel für Wirbel nach oben in die Bergpose. Sinke mit deinem Steißbein tief. Noch einmal tauchst du ab in die Vorbeuge, Nase zu den Knien. Linkes Bein zurück in den Lunge. Einatmen. Ausatmen in den Hund nach unten. Und hier bleibst du für einen Moment länger. Drücke deine Hände fest in die Unterlage. Die Brust sinkt noch tiefer. Schließe deine Schulterblätter noch mehr. Und fühle den Wadenstretch. Die Ferse in Richtung Erde schieben. Halte noch für einen Moment. Und nun schieb dich vorwärts ins
Brett. Sinke den halben Weg. Die Ellbogen schön nach hinten schieben, Oberarme dicht am Körper. Leg dein Herz ab, dein Becken, den Fußrücken, Schulter zurückdrehen, Cobra oder Hund nach oben. Fußballen aufsetzen, schieb dich zurück in den Hund nach unten. Bringe das linke Bein vorwärts zwischen deine Hände, die Brust nach vorne schieben, komm in die Vorbeuge, Nase in Richtung Knie und rolle dich langsam, Wirbel für Wirbel nach oben auf. Lasse deine Arme sinken. Falte nun deine Hände. Ich drehe mich kurz. Die Hände sind gefaltet, der Po ist fest. Strecke mal deine Zeigefinger lang. Halte. Nun sinkst du ein wenig tief. Die Arme nach oben anheben. Sinke noch tiefer. Dein Gewicht ist nun völlig auf deiner Ferse. Und lasse deine Arme sinken, die Handflächen hoch zum Himmel. Schiebe die Daumen zurück. Öffne deine Brust noch mehr. Sinke. Und öffnest du deine Beine? Die Knie sind über den Sprunggelenk. Bringe deine Zeigefinger und Daumen aneinander. Schiebe nun richtig weit vorwärts. Sinke noch tiefer. Beuge deine Ellenbogen. Ziehe deine Arme zurück über deinen Kopf. Öffne deine Brust. Und noch einmal. Zeigefinger, Daumen aneinander legen. Vorwärts schieben. Und beuge die Ellbogen. Zieh die Arme weit zurück. Ein letztes Mal schiebst du vorwärts. Atmest ein und atmest wieder aus. Falte nun deine Hände, die Zeigefinger lang. Drehe dich ein zum Krieger 1. Zu deiner rechten Seite das Knie über dem Sprunggelenk. Der hintere Fuß steht leicht diagonal. Du drückst die Außenkante des Fußes in die Erde. Zwischen deinen Füßen ist ein wenig Platz, da darfst du etwas Abstand halten. Nun bringe die Arme weit nach oben über deinen Kopf. Dein vorderes Bein sinkt schön tief. Kneife deine linke Pobacke ganz fest. Langsam drehst du dich zu mir und nimmst deine Handflächen aneinander. Du korrigierst den hinteren Fuß, drückst die Außenkante des Fußes wieder ganz auf die Unterlage. Sinke nun mit deinem rechten Ellbogen tief in Richtung deinem Knie. Drücke deine Hände etwas zusammen vor deinem Herzen. Und du lässt die Arme lang nach oben gleiten. Deine linke Schulter bleibt hinten. Nun richtest du den Rumpf auf in die Mitte. Die Arme sind lang und leicht. Sinke noch ein wenig mehr. Halte. Sinke. Dein Oberschenkel darf hier fast parallel zur Erde sein. Nun bringst du deine Finger wieder zusammen. Die Zeigefinger sind lang. Und ändere die Richtung. Du kommst in den Krieger 1 zur anderen Seite. Dein vorderes Knie wieder über dem Sprunggelenk. Die rechte Pobacke ganz fest und du hebst die Arme an zum Himmel. Neige dich etwas zurück. Atme ruhig und gleichmäßig. Halte. Du legst du deine Handflächen aneinander, drehst dich zu mir in den Krieger 2. Du korrigierst den hinteren Fuß, die Außenkante schön in die Erde drücken. Dein linker Ellbogen sinkt tief in Richtung Knie. Dreh die Brust zu mir. Die Arme schiebst du lang über deinen Kopf. Die Schulter bleibt hinten. Strahle mit den Armen bis zum Himmel und bring den Rumpf zurück in die Mitte. Nun darfst du nochmals tiefer sinken. Langsam löse
Deine Knie sind nun nochmals über den Sprunggelenken. Du legst Daumen und Zeigefinger aneinander. Wie wenn du einen Diamanten zwischen deinen Fingern hättest, schiebst du die Arme vorwärts. Du atmest ein. Ellbogen zurück. Atme aus. Atme nochmals ein. Atme aus. Sinke. Einmal mehr. Einatmen. Ausatmen. Lege die Handflächen aneinander. Komm mit den Beinen in die Krieger 2 Position. Rechtes Bein gebeugt. Linke Fußaußenkante in die Erde drücken. Du sinkst wieder mit dem Ellbogen tief in Richtung Knie. Halte für einen Moment und langsam öffnest du die Arme. Der linke Arm gleitet von hinten nach oben über den Kopf. Der rechte Arm darf tief sinken in Richtung Sprunggelenk oder ganz zur Erde. Die Brust drehst du nach vorne. Versuche, was möglich ist. Langsam kommst du nach oben und änderst die Richtung. Deine Handflächen sind geschlossen. Linker Fuß nach links, rechter Fuß zu mir. Die Außenkante wieder schön in die Erde drücken. Und du sinkst mit dem linken Ellbogen tief in Richtung deinem Knie. Drücke die Hände ein wenig aneinander. Halte. Öffne langsam. Der rechte Arm gleitet von hinten nach oben über deinen Kopf. Und die linke Hand sinkt in Richtung deinem Sprunggelenk. Strecke dich von der Ferse bis in die Fingerspitzen. Fühlst du den Stretch auf der rechten Seite und die Kraft in deinem linken Bein. Langsam kommst du nach oben, zurück zur Mitte. Du kannst die Handflächen auch zur Erde drehen. Löse. Sinke nun noch einmal tief die Knie über den Sprunggelenken. Du hältst erneut deinen Diamanten. Schiebe vorwärts. Die Ellbogen nochmals zurück. Über den Kopf ziehen. Und vorwärts schieben. Einatmen. Ausatmen. Ein letztes Mal. Einatmen. Ausatmen. Lass die Hände sinken. Laufe mit deinen Füßen zusammen. Die großen Zehen und Fersen sind ganz dicht beisammen. Beuge deine Knie. Die Arme hebst du an zum Himmel. Die Schultern weg von den Ohren. Und die Handflächen nun nach oben drehen. Bringe die Daumen weit zurück. Öffne nochmals. Ich zeig's von der Seite und kipp dein Becken nach vorne. Halte. Und langsam darfst du lösen. Nun kommst du zur Balance. Entweder bleibst du auf deiner Unterlage stehen oder vielleicht hast du auch ein Stück harten Boden zu Hause. Dann darfst du dich auch gerne auf eine feste, harte Unterlage stellen. Du nimmst nun das rechte Bein nach oben. Du ziehst es ganz her. Dein Knie in Richtung Brust. Und du darfst nun langsam das Bein nach außen drehen zur rechten Seite. Öffne deine Hüfte. Gerne versuche mal, das Bein zu strecken. Wenn es zu viel ist, dann bleibst du hier. Oder du hältst die große Zehe. Streckst das Bein lang und bringst es langsam von der Seite nach vorne. Bleibe möglichst aufrecht dabei. Löse die Arme nach oben zum Himmel strahlen lassen. Und langsam sinke. Setz den rechten Fuß ab. Nimm das linke Bein. Zieh es ganz her. Dein Knie in Richtung Brust. Halte. Öffne dein Bein,
Rechter Arm gleitet zur Seite raus. Und du darfst die große Zehe vielleicht wieder packen. Versuch es mal. Streck dein Bein so lang wie möglich. Bleibe aufrecht und führe das Bein nach vorne vor deinen Körper. Halte. Löse. Die Arme gleiten hoch zum Himmel. Schultern weg von den Ohren. Und langsam setzt du den Fuß wieder ab. Und drehe ich mich mal, dass du es besser siehst. Du nimmst nun den linken Arm nach vorne, den rechten Daumen auf deine Fußsohle. Du schaust zu deinen vorderen Fingern und neigst deinen Oberkörper langsam nach vorne. Den hinteren Fuß, den drückst du weit nach hinten in deine Hand und nach oben. Du kannst versuchen, das Standbein mehr zu strecken. Halte schön die Balance. Lange Wurzeln ragen von deinem Fuß in die Erde. Du kannst nicht umfallen. Und löse. Du kommst zur anderen Seite. Den rechten Arm nach vorne heben. Den linken Daumen auf deine Fußsohle legen. Und auch hier neigst du den Oberkörper wieder vorwärts und schiebst deinen Fuß zurück in die Hand und vielleicht sogar noch ein Stück höher. Halte. Genieße den Stretch. Und langsam setzt du deinen Fuß wieder ab. Du darfst nun gerne zurück auf deine Unterlage gehen. Beuge deine Knie. Du sinkst mit deinem Steißbein tief. Die Handflächen sind vor deinem Herzen beisammen und du darfst deine Knie etwas zur Seite schieben. Halte hier für einen Moment. Das ist der schöne Hindi-Squat. Aus dieser Position, wenn du auch beweglich in der Hüfte bist, kannst du gerne mal versuchen, in die Vogelpose zu kommen. Ich drehe mich, dann siehst du es wieder besser von der Seite. Du setzt mal deine gespreizten Hände vor dir auf. Hebst den Popo hinten etwas an und sinkst nun mit deinen Knien auf die Oberarme. Hebe mal den vorderen Fuß, setz ihn ab. Den hinteren Fuß und wenn du dich traust, baust du Spannung auf, dein Powerhouse. Hebst mal beide Füße ab, nach oben. Halte oder du bleibst in deinem schönen Hindi-Squat. Mit den Knien auf der Seite, den Händen vor deinem Herzen. So, dann darfst du es dir ein bisschen bequem machen auf deiner Unterlage. Du setzt dich ein Stück weiter nach vorne, rollst nun Wirbel für Wirbel ab nach hinten, ganz langsam, bewusst, lege dich ab. Nimm deine Knie nach oben über dein Becken. Nun schiebst du mal die Beine ein Stück nach vorne. Du kannst gerne deine Fersen aneinander drücken, die Lendenwirbel, die bleiben auf der Unterlage. Die Arme gleiten zurück über deinen Kopf, kreisen über die Seite und nun ziehst du dich hoch und machst dich klein wie ein Ball. Noch einmal, lange Arme, lange Beine, einatmen, ausatmen, werde klein. Tiefer einatmen, ausatmen. Schau nach vorne in Richtung Knie oder zwischen deine Beine. Du baust schön Spannung auf, indem du deine Fersen aneinander drückst. Einmal mehr. Zieh dich hoch und lege dich sanft ab. Die Arme neben dem Körper, Knie über dem Becken. Und beginnst du mit dem vorderen Bein vorwärts zu schieben, den Fuß flex.
das hintere Bein vorwärts, Fuß flex und zieh dich auf 4 hoch. Hoch, 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 hoch. Sinke tief, Knie wieder zurück über dein Becken. Wie wenn du mit dem vorderen Bein hier schaufeln würdest, mit dem hinteren Bein halten, Fersen drücken und auf 4 hoch. Und wieder ab. Nochmal. Vorderes Bein. Hinteres Bein vorwärts schieben. Auf 4 hoch. Fest, fest, fest und push und ab. Und noch einmal mehr. Die Beine nacheinander vorwärts schieben und auf 4 hoch. Und langsam lege dich wieder ab. Nun beginnst du wieder Arme und Beine lang zu strecken und klein nach oben wie ein Ball. Ausatmen. Einatmen. Durch etwas zügiger wie vorher. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Nochmals. Einatmen. Ausatmen. Oberkörper ablegen. Dein hinteres Bein schiebt vorwärts, das vordere Bein, Fersen drücken, auf 4 hoch und ab und anbeugen. Hinteres Bein, vorderes Bein, lange Beine hier, hoch, 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 hoch und wieder anbeugen. Dies machst du noch zweimal mehr. Und push, 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 push. Und letztes Mal. Das hintere Bein, das vordere Bein. Und push, 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 push. Ablegen, die Knie beugen. Die Arme liegen jetzt auf der Seite. Die Schultern bleiben auf jeden Fall liegen. Du schaust zum Himmel. Bringe die Beine diagonal zu mir. Nun streckst du beide Beine in die Länge, Blick zum Himmel, langsam Beine beugen, komm über die Mitte nach hinten, die Beine nicht ablegen, sie bleiben in der Luft und du streckst beide Beine lang wie eine Schere. Fühle, wie dein Bauch arbeitet, die Beine wieder anbeugen, komm über deine Mitte zu mir, schau zum Himmel. Öffne deine Schere, lasse beide Schultern fest auf der Unterlage liegen. Komm mit den Beinen über die Mitte, zurück nach hinten und wieder lange Beine öffnen zur Schere. Und angebeugt bis zur Mitte kommen. Deine Hände sind am Kopf oder an den Schläfen. Setz die Fußspitze ab. Rotation. Hintere Ellbogen, Knie, Knie. Langsam ab. Komm hoch, hoch, langsam ab. Lendenwirbel bleiben liegen. Nochmals. Und hoch, hoch, langsam ab. Atme. Nicht die Luft anhalten, gleichmäßiger Atem und hoch, hoch, ab, ab, komm, hoch, hoch, ab, ab, fest, fest und langsam Pause. So, du hast viel getan für deinen Bauch, strecke mal deine Beine lang aus, die Arme lang, atme ganz tief in deinen Bauch hinein. Atme aus und deine Bauchdecke sinkt. Noch einmal mehr, tiefer einatmen und wieder ausatmen. Du hältst dich nun fest an deiner Oberschenkelrückseite und ziehst dich vorsichtig nach oben in den Sitz. Du drehst dich vorsichtig und kommst in die Bauchlage. Lege dich ab. Zuerst in die Sphinx-Pose. Dein Popo ist ganz fest.
die Schultern sind über dem Ellenbogen und du schiebst die Brust richtig heraus nach oben. Hebe nun mal den hinteren Arm vorwärts. Der Daumen strahlt zum Himmel, dein Nacken ist lang. Und das vordere Bein hier hebst du an. Und zwar so, dass das Becken, also der Beckenknochen, bleibt auf der Erde. Dein Knie ist abgehoben. Halte. Halte. Und langsam wieder ab. Die andere Seite. Daumen zum Himmel. Brust nach oben, nicht einknicken. Das hintere Bein ist abgehoben. Und ab. Und nochmals wechseln. Vorderes Bein, hinterer Arm, langer Nacken. Und ab. Und wechsle. Vorderer Arm, hinteres Bein. Und ab. Langsam löse. Setze deine Hände hinter deine Brust. Komm nach oben in den Vierfüßnerstand. Du mobilisierst. Dein Rücken wird rund und wieder gerade. Einmal mehr, runder Rücken und wieder gerade. Nun hältst du den hinteren Arm vorwärts, das vordere Bein, den Daumen zum Himmel strahlen lassen. Das ist der Pointer. Du bleibst schön in einer Linie. Schiebe mal den Arm diagonal raus, das Bein diagonal. Halte. Fühle, wie dein Rumpf arbeitet, deine schrägen Bauchmuskeln. Werde wieder gerade. Nun greifst du mit deinem vorderen Arm langsam zurück zu deinem Fuß, hältst den Fuß, schaust vorwärts und schiebst den Fuß nach oben in den Himmel. Halte für einen Moment. Schiebe dein Bein so hoch du kannst. Und langsam löse. Komm zurück in den Vierfüßlerstand. Vorderer Arm lang. Hinteres Bein. Du hebst wieder Arm und Bein parallel zur Erde. Und schiebst nun den Arm und dein Bein in die Diagonale. In den diagonalen Pointer. Das Becken bleibt parallel zur Erde. Genieße die Spannung, fühle die Rumpfmuskeln, komm wieder in die Gerade, greife nun mit der vorderen Hand zurück an deinen Fuß, greife den Fuß immer am besten von oben, schaue vorwärts und schiebe nun den Fuß zurück und nach oben. Du öffnest deine Brust schön dabei, fühlst den Bruststretch, Schulterstretch. Langsam darfst du lösen. Setze deine Hände mal ganz weit vorwärts. Den Fußballen setzt du hinten auf und schiebst mal zurück in den Hund nach unten. Halte hier für einen Moment. Deine Finger sind gespreizt. Drücke deinen Daumen, den Zeigefinger, Mittelfinger fest auf die Unterlage. Kleiner Finger, Ringfinger liegen locker. Die Brust sinkt noch tiefer. Nun beugst du deine Knie und schiebst den Po zurück nach hinten. Dein Nacken bleibt lang dabei. Komm vorwärts ins Brett. Noch einmal mehr. Schiebst du den Po in Richtung Fersen. Die Brust sinkt tief. Vorwärts ins Brett. Wenn du vorne ankommst, die Schultern möglichst über den Handgelenken halten. Einmal mehr. Po zurück und vorwärts. Versuche mal, den vorderen Arm anzuheben. Das hintere Bein. Und zur Sicherheit bleibt dein Knie auf der Unterlage. Absetzen. Noch einmal, sink der Popo zurück in Richtung Fersen. Schieb dich vorwärts ins Brett. Setze die Knie ab. Hinteren Arm vorwärts.
vorderes Bein. Halte. Und wieder absetzen. Noch einmal. Popo in Richtung Fersen. Lange Arme. Schiebe dich ins Brett. Du kannst auch hier mal versuchen, ohne das Knie, Arm und Bein anzuheben. Nochmals. Popo in Richtung Fersen. Und vorwärts ins Brett. Mit oder ohne Knie, Arm und Bein anheben. Eine Runde mehr, die schaffst du noch. Schieb dich vorwärts und nochmals mit oder ohne Knie, Arm und Bein. Und das allerletzte Mal hebe Arm und Bein und wieder ab. Die Knie absetzen und schiebe mal den Popo in Richtung Fersen. Mach dich ganz klein. Lege den Kopf auf die Seite. Die Arme neben den Körper. Und lasse deine Schultern einfach mal hängen. Atme ruhig und gleichmäßig. Ganz langsam kommst du nach der kleinen Pause wieder nach oben. Und von hier einmal mehr in den Hund nach unten für eine kurze Sequenz. Du bringst nun dein vorderes Bein vorwärts in den Lunge. Dein Knie steht über dem Sprunggelenk. Das hintere Knie darfst du gerne ablegen. Dann bringst du deine Handflächen wieder aneinander, legst den Ellenbogen außen an Knie oder Oberschenkel. Halte. Und drücke mit der oberen Hand ein wenig auf die untere. Komm in die Rotation. Setze hinten mal den Fußballen auf und stütze dich ab nach oben. Wenn es zu viel ist, bleibst du unten. Kein Problem. Nun öffne mal den Arm nach oben zum Himmel und zur Erde. Du kannst dich hier auf deinem Fußballen etwas nach vorne bewegen. Mal die Hand in Richtung Popo legen. Halten und langsam absetzen. Nun drehst du dich mit deinen Händen und dem Oberkörper zurück, weg von mir und drehst dich einfach um zur anderen Seite und kommst auch hier in den knienden Lunge. Halte das Knie wieder über dem Sprunggelenk. Bringe deine Handflächen aneinander. Ganz fest zusammendrücken. Den Ellenbogen an der Außenseite am Knie. Du setzt hinten den Fußballen auf und schiebst dich hoch. Versuche, was möglich ist. Drücke die obere Hand noch mehr auf die untere. Öffne nun langsam und lege hier die Hand in Richtung Popo. Wenn es zu viel ist und es zu sehr wackelt, schiebst du dich entweder noch ein Stückchen vorwärts, vielleicht klappt es dann besser, oder du legst dein Knie hier wieder sanft ab. Gerne auch mit dem Knie auf der Erde bleiben. Kein Problem. Und langsam lösen. Setze die Hände rechts und links vom Fuß auf. Stütz dich hinten ab. Komm hoch und erneut in den Hund nach unten. Hebe deine Sitzknochen schön an. Fühle den Wadenstretch. Die ganze Länge fühlst du. Von den Waden bis hinauf zu den Sitzbeinhöckern. Lass die Brust nochmal sinken. Und ganz langsam läufst du nun nach vorne zu deinen Händen und kommst in die Vorbeuge. Lass dich mal hängen, die Nase in Richtung Knie. Lege die Hände auf die Schienbeine und drücke dich nach oben in den Tisch. Fühle die Länge. Dein Steißbein strahlt zurück. Dein Rücken und dein Nacken sind ganz lang.
Die Hände gleiten tief. Nase nochmals zu den Knien. Und öffnest du dein rechtes Bein und drehst dich zu mir. Du darfst deine Fußspitzen hier leicht diagonal nach innen drehen. Die Fersen sind weiter außen. Du drückst deine Fußaußenkanten auf die Erde. Die Hände sind vor dir aufgesetzt. Und lasse einfach mal nach. Sinke. Die Ellenbogen beugen. Lass dich fallen. Dein Scheitel strahlt in Richtung Erde. Der Bauchnabel ist eingezogen. Häng dich einfach mal aus. Vielleicht schaukelst du etwas vor und zurück. Und fühlst nach, wie sich dein Körper nun anfühlt. Langsam heb den Oberkörper etwas an. Beuge dein rechtes Knie ein wenig. Greife mit deiner linken Hand an deinen rechten Fuß. Außen, Sprunggelenk oder Fuß. Die andere Hand einfach drüber legen. Und dann streckst du das rechte Knie wieder. Ziehst dich mit der linken Hand tiefer. Unterarm, Oberkörper. Gleiten in Richtung Erde. Du versuchst, das rechte Bein zu strecken. Fühle den Stretch. Vielleicht an der Außenwade. Vielleicht spürst du auch mehr an der Oberschenkelinnenseite oder Rückseite. Langsam löse. Laufe herüber zu deiner anderen Seite. Die rechte Hand an den Außenfuß oder Sprunggelenk. Die andere Hand drüber. Gerne vorher das Knie beugen, wenn es nötig ist. Und du sinkst nun tief. Zieh dich tief. Unterarm gleitet in Richtung Matte. Dein Scheitel. Die Beine werden noch länger. Und du hebst die Sitzknochen noch höher an. Genieße den Stretch. Die Länge in deinen Beinen. Ganz langsam lässt du wieder ein wenig nach. Setze deine Hände nochmals vor dir auf und versuche mal mit deinem Scheitel in Richtung Unterlage zu kommen. Du kannst gerne den Scheitel auf der Erde absetzen. Die Beine sind lang gestreckt. Wenn es nicht möglich ist, bleibst du einfach ein Stückchen höher. Das ist alles okay. So wie es für dich möglich ist. Und nun stützt dich wieder auf, heb den Oberkörper in die Länge, setze den rechten Fuß nach rechts, den hinteren linken ganz leicht diagonal. Nicht zu weit auseinander den Schritt, das vordere Bein möglichst lang strecken und du wickelst mal deinen Oberkörper völlig um das vordere Bein, lass dich einfach hängen. Die Nase in Richtung Knie. Fühle deine rechte Beinrückseite. Genieße den Stretch an der Beinrückseite. Dein Atem geht ruhig und gleichmäßig. Lasse deine Gedanken dahin ziehen, kommen und gehen. Sei ganz frei. Lasse die Gedanken wie Wolken am Himmel. Auch die kommen und gehen. Und langsam lässt du wieder ein wenig nach. Kommst herüber zur anderen Seite und sinkst tief über dem linken Bein. Der rechte hintere Fuß ist leicht ausgedreht. Auch hier wickelst du den Oberkörper wieder völlig um das vordere Bein. Die Nase in Richtung Knie. Wenn es zu viel sein sollte und es zu sehr zieht an deiner Beinrückseite, dann beugst du natürlich das Knie ein wenig mehr. So wie es geht. So, dass du den Stretch genießen kannst. Auch hier lasse die Gedanken wieder dahin ziehen, wie Wolken am Himmel.
die kommen und gehen. Lasse den Atem ganz ruhig fließen. Sehr tief ein- und ausatmen. Und langsam beuge das vordere Bein hier. Ziehe das hintere unter. Setz dich ab auf deinen Popo. Die Hände sind hinter deinem Po aufgesetzt, die Finger nach außen gedreht. Dein hinteres Bein ist aufgesetzt, hinterer Fuß, das vordere Bein lang und du versuchst nun mal hier in den Tisch zu kommen. Schaue schräg nach oben zum Himmel, hebe dich noch höher hinaus, die Brust nach oben, dein Becken. Dein vorderes Bein ist lang und den vorderen Fuß, den darfst du gerne auf der Unterlage absetzen. Auch hier haben wir nochmal einen schönen Stretch an der Hüfte. Ebenfalls nochmals die Kraft in den Armen und langsam setz dich ab. Wechsle die Seite, das andere Bein lang strecken, dein hinteres und heb dich nochmals hoch. Den Fuß vorne, den darfst du leicht nach innen drehen, um ihn ganz abzusetzen auf der Erde. Halte. Und strahle nochmals, diagonal zum Himmel. Halte und setz dich ab. Du rollst ganz fließend, Wirbel für Wirbel zurück in die Rückenlage. Nimmst dein vorderes Bein her, hältst es mit beiden Händen fest, ziehst die Fußspitze her. Und wieder Point. Fühlst nochmals die Rückseite. Langsam das Bein ablegen. Das hintere Bein mit beiden Händen halten. Auch hier noch einmal. Fußspitze Point. Und Flex im Wechsel. Du darfst deine Rückseite halten, dich nach oben ziehen in den Sitz. Die Knie sind nach außen. Gerne kannst du auch nochmals die Füße aneinander legen oder du setzt dich in Schneidersitz, so wie es dir möglich ist. Du darfst es versuchen, die Hände um die Füße legen, du richtest dich auf, fühlst die Sitzknochen und schiebst die Knie in Richtung Unterlage, die Brust nach oben zum Himmel. Vielleicht bewegst du mal deine Knie auf und nieder, wie ein Schmetterling seine Flügel. Halte die Knie noch einmal unten und langsam löse und überschlage die Beine ganz sanft. Deine Handrücken liegen auf den Oberschenkeln. Neige den Kopf zu deiner rechten Seite. Vielleicht möchtest du deine Augen für einen Moment schließen. Du neigst dein Kinn diagonal nach vorne. Fühlst den Nackenstretch. Ganz langsam. Komm mit deinem Kopf zur Seite über die Mitte und zur linken Seite herüber. Gerne die Augen wieder schließen und das Kinn diagonal nach vorn zur Brust nehmen. Fühle, wie deine Handflächen ganz warm sind, wie die Energie fließt. Du hast viel Energie aufgenommen. Über deine Fußsohlen und deine Handflächen. Ganz langsam bring den Kopf wieder über die Seite und zurück zur Mitte. Breite die Arme aus, atme sehr tief ein. Bringe Zeigefinger, Daumen aneinander. Schau den Händen nach, lasse sie sinken, atme aus. Und noch einmal. Einatmen, Handflächen zum Himmel. Fühle die Energie, die fließt,
Daumen und Zeigefinger aneinander. Lass die Hände sinken. Atme aus. Du hältst deinen Diamanten vor dir. Und einatmen. Noch einmal sinkt dein Diamant vor dir tief. Du atmest aus. Und beim allerletzten Mal darfst du nun deine Handflächen aneinander legen. Deine Daumen sinken langsam tief zu deiner Stirn, zur Nase und ganz langsam bis vor dein Herz. Du hast es geschafft. Wir sind am Ende angelangt. Ich danke dir vielmals fürs Mitmachen. Ich freue mich, hoffentlich bald dich wiederzusehen im F1 in Reutlingen. Tschüss!